Kommt ja zumindest mal rein. Ich habe mir gerade gedacht, wo ihr Gesicht ist. Und du wartest jetzt hier. Ja, genau das wirst du tun. Denn ich werde drinnen in der Zeit aufräumen. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie ich das machen werde. Oh Gott. Ich werde scheitern. Da habt ihr euren verdammten Fail. Innerer Schrein. Ja, kehrst ein bisschen. Oh Gott. Ich wäre hier auch wieder mal gesehen, wie toll der Schild ist. Ich mach's mir einfach, wenn ich bis oben hinkomme. Okay. Ja. Wie mache ich es jetzt? So, du kommst hier rüber. Ja, da stehst du genau richtig. Aber der andere kommt dann natürlich dazwischen. So, du wirst das jetzt reflektieren und ich werde sterben. Oder auch nicht. Ich danke dir vielmals für deine nette Kooperation. Und das ist auch jetzt eine Situation, in der es taktisch klug ist, solche Zauber über Zeit laufen zu lassen. Also jetzt keinen Feuerzauber, der direkt 100 Schaden macht, sondern der über 5 Sekunden 100 Schaden macht. Also 20 pro Sekunde meine ich eigentlich damit. Denn dann kann man, wenn der Gegner reflektiert, auch noch reagieren mit einem Heilzauber oder mit Gegengift im Fall eines Gegenzaubers, im Fall eines Giftzaubers oder mit was Vergleichbarem, wie ich gerade. Wäre der Schaden direkt da gewesen, wäre ich tot gewesen. Oh, der komplette Schaden. Ihr wisst, was ich meine. Meine typische Ausrede, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, etwas zu erklären. Nochmal. Und ja, das war mein letzter Mana-Trank. Und das nur, damit du jetzt da. Oh, was hast du da für ein Schwert? Also, hätte ich ja schon gern. Letztes Mal. Und zeig mir dein Schwert. Sie hat jetzt ein dätrisches Ka. Das ist genial. Das ist genial. Direkt mal setzen. Ein dätrisches Katana. Noch ein bisschen, ja, schwerer als mein Schwert vor allen Dingen. Wie mache ich das jetzt? Was werde ich los? Eisenbreitschwert. Wer hat das aufgesammelt? Ein dätrisches Katana. Auch wenn es nicht so aussieht. Ja, wie ist der Schaden davon? Auf jeden Fall schon mal mehr als mit dem ehemals Langschwert selbst. Und es lässt sich besser verzaubern, ist mehr wert. Und ist sozusagen, ja, dätrische Sachen sind sowieso immer ganz toll. Oh, jetzt bin ich auch in der Lage, dieses Schloss zu öffnen. Okay, ich hätte mir ein bisschen Heilung, Mana erwünscht, aber es ging jetzt nicht. Habe ich einen Heiltrank gegen Lähmung, die ja so viel Sinn ergeben? Nein. Natürlich nicht. Wo denke ich hin? Ach Gott. Sieht ja kacke aus. Ah, das ist ein tolles Amulett gewesen. Magie wiederherstellen. Juhu. Und Geld. Sonst nichts Tolles? Okay. Ich denke, wir müssen wahrscheinlich bis zum inneren Schrein kommen. Das heißt, wir müssen noch eine goldene Heilige da drinnen töten. Nicht im rechten Flügel, dennoch. Aber vom rechten Flügel aus kommen wir auch zur Haupthalle. Einfach hier durch. Ist sogar sicherer. Ja, okay, es bringt ja nichts, wenn etwas für mich sicher ist, wenn sie da durch muss. Ich bin heute mal wieder ganz intelligent. Intelligentes Marco. Los, was ist geschehen? So, jetzt habt ihr auch das Verlaufen, das Typische. Aber wisst ihr was? Ich hoffe einfach mal darauf, dass du mir nicht wegstirbst. Ja, komm mit. Großer Schrein im Inneren. Da muss ich sie hinführen. Nee, nix warten. Folgen. Du kommst mir ziemlich schnell vor. Ja, aber bist. Ja, okay. Du bist verdammt langsam. Eigentlich. Ich schmiede mein Schwert im Feuer.
Ja, geh ruhig, geh ruhig. Rainer. Kain warte auf mich. Und das ist wahrscheinlich auch die Statue, zu der wir sie bringen müssen. Bin ich im Recht? Was ist der innere Schrein? Ich danke euch. Ich sagte, dass ich euch begleitete, Marco, um zu sehen, ob ihr Aldedra für die Almusa sicher gemacht habt. Meine Bedingungen habt ihr erfüllt. Ich danke euch, Marco. Die Almusa werden gerettet werden. Ich ernenne euch zum Nerevarine der Almusa. Ihr habt diesen Ort für die Almusa gesichert. Deshalb ernenne ich euch zum Ahemusa Nerevarine, Kriegsherr der Almusa, Ahemusa, so, und Protektor des Volkes. Ich gebe euch außerdem den Stein der Weisen, nein, den Stein des Wahnsinns, der Almusa, der allen Dunmann ein Zeichen sein soll, dass ihr der Nerevarine seid und dass die Ahemusa euch folgen werden, wenn es sein muss, bis zum Tode. Ich kann nicht lange bleiben. Ich muss bald zum Almusa-Lager zurückkehren und Vorbereitungen treffen, um hierhin überzusiedeln. Wutstein. Möget ihr das finden, was ihr sucht. Danke. Wutstein der Ahemusa. Ja, es ist voll stark und so. Ja, auf Berührung, ernsthaft. Und dann Lärm, was ja sowieso ein bisschen verbuggt ist. Nicht verbuggt. Lärm ist nicht verbuggt, aber es ist nicht sehr effektiv. Na gut, wir werden zurückreisen. Wohin werden wir zurückreisen? Nach Tel Uvirit. Tatsächlich. Wo ist mein Teleport-Amulett? Irgendwo hier. Hier. Denn wir sind jetzt Nerevarine von 2 Stämmen. Es gibt insgesamt 4. Ich hasse das Wetter. Es gibt insgesamt 4, das heißt, wir haben zumindest einen Teil unserer Aufgabe bisher bereits erfüllt. Ich kehre heim in die heimischen Gemächer und räume mich hier aus. Obwohl, dann kann ich das hier auch direkt machen. Die waren 3000, genau, dann mache ich es so. 5000. Und weitere 5000. Wirklich? Ja, doch. Denn in der nächsten Folge kaufe ich am Anfang kurz ein paar Mana-Tränke. Und dann werden wir Almusa der Zainab oder wie auch immer die netten Herren sich ausgesprochen wünschen. Das hier ist übrigens meine Truhe, die ich gar nicht erwähnt habe. Brauche ich die wirklich? Ja, brauchen nicht, aber ist ja ein besonderes Gegenstand. Besonderer Gegenstand, genau wie diese Dinge hier eigentlich. Aber dann wiederum sind es Amulette, die bei mir immer hier hinkommen. Oh Gott, da ist doch überhaupt kein Platz mehr. Was soll ich tun? Du gehst dahin. Du gehst dahin. Dich brauche ich ja auch nicht. Was war das da überhaupt? Zähne der Oshilaku, genau. Hey, wieso habe ich die nicht an? Ach, mein Teleport-Amulett. Okay. Ja, doch, hierhin. Ja, ich ganz vergessen, dass ich noch aufnehme. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wie gesagt, kurz Mana-Tränke. Nee, das verschiebe ich. Zuerst die Zainab. Nee, zuerst die Irabinimsum. Die sind ja direkt da im Süden. Das ist genial. Gut, bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Passt besser. Wegen Hören und so, ne? Also nicht wegen Hirn, sondern wegen Hören. Mit den Ohren. Obwohl das Hirn ja in der Nähe der... Auf Wiedersehen.